In diesem Video sehen Sie, wie Sie Ihre E-Mails mit einem Zertifikat signieren und verschlüsseln können. Wir haben hier zwei Test-E-Mail-Konten. Das erste Konto lautet ich@mavid.com und in dieser Videoeinleitung werde ich diese E-Mail-Adresse als meine E-Mail-Adresse betrachten. Dann gibt es ein zweites Konto, freund@mavid.com, und wir betrachten diese E-Mail-Adresse als Fremd-E-Mail-Adresse, eine Person, den wir mit ihm kommunizieren wollen. Wir sind auch jetzt hier angemeldet mit den zwei Namen oder mit den zwei Konten. ich@mavid.com hat die grüne Leiste und dann sehen wir, oberhalb steht hier ich. Und das zweite Konto, freund@mavid.com, hat die rote Leiste und wir sehen seinen Namen hier, Freund. Jetzt, wenn man diese Adresse in die obere Leiste jetzt hier genau anschaut, dann sieht man hier, dass diese Adresse HTTPS am Anfang enthält. Jetzt die Frage jetzt hier, was bedeutet jetzt diese HTTPS? Bedeutet das, dass alles sowieso verschlüsselt und gesichert ist? Eigentlich nein. Wenn wir jetzt hier eine Webadresse haben, wo die Adresse statt HTTPS am Anfang hat, dann bedeutet das, dass die Verbindung zwischen mir oder meinem Computer oder mein Handy, also zwischen mir und dem Server verschlüsselt ist. Das heißt, wenn jemand unterwegs diese Daten hier abhören will, dann ist das eigentlich unmöglich. Ich kann sagen, HTTPS ist toll, damit ich nur diese Strecke von mir zum Server sichern kann. Was passiert aber jetzt hier, wenn die Daten auf dem Server, auf dem E-Mail-Server, in dem Fall mavid.com, die Daten werden entschlüsselt und weiter an den Empfänger unverschlüsselt versendet. Das heißt, man kann sagen, hier hat man einen Vorteil, dass wenn man im Urlaub ist und man will eine E-Mail an jemanden schicken, von diesem Urlaubort bis zum Server ist alles verschlüsselt. Aber was passiert, wenn ich jetzt hier in Graz bin? Dieser Server mavid.com ist in Graz und ich schicke eine Nachricht an eine Person in Amerika zum Beispiel. Dann ist die Verbindung zwischen den zwei Orten in Graz verschlüsselt und die ganze 10.000, 15.000 Kilometer ist unverschlüsselt. Das zweite Problem aber auch, dass dieser Betreiber mavid.com kann auch auf meine Daten hier spionieren, kann meine Daten lesen, weil die Daten auf dem Server unverschlüsselt vorliegen. Man kann, wenn man hier einen Administrator hat, der gerne spionieren will, er kann diese Leitung oder diese E-Mail an andere Adresse weiterleiten und kann er lesen. Also hier kann man nicht von sehr viel Sicherheit reden, aber ein Teil Sicherheit ist schon vorhanden. Wenn Sie eine Leitung mit HTTPS haben wollen, dann ist das die Aufgabe von dem Betreiber von dem Server, ein Zertifikat auf dem Server zu installieren, wo man dann hier mit dem Server verschlüsselt kommunizieren kann. Sie brauchen sich um diese Sache nicht zu kümmern. Und ein Server, der gut ist, hat normalerweise immer ein Zertifikat und ein aktuelles Zertifikat, damit man halbwegs mindestens mit dem Server sicher kommunizieren kann. Auf der anderen Seite, wenn Sie sehr sensible Daten haben und Sie wollen, dass diese Daten von hier, von Ihrer Adresse, ich@mavid.com, bis zum Ziel verschlüsselt haben, dass der Administrator hier von dem Server oder der Betreiber von dem Server
überhaupt nicht sehen kann, dass er keine Chance hat, dann müssen Sie selber Ihre Daten verschlüsseln. Also nicht, dass Sie sich verlassen, ah, der Server verschlüsselt hier einen Teil und alles erledigt, sondern wir müssen selber hier unsere Daten verschlüsseln. Wenn wir selber unsere Daten verschlüsseln wollen, da gibt es auch einen Standard auf der Welt. Wir können nicht hier mit irgendeinem Programm verschlüsseln und dieser Freund at mavit.com kann diese Daten nicht entschlüsseln. Wir können nicht in unser Software schicken und sagen, bitte nur mit dieser Software verschlüsseln. Das ist auch manchmal einfach und sicher, wenn jemand richtig an seinen Bruder oder seinen Freund was schickt und diese Person hat auch ein Programm zum Komprimieren und die komprimieren, dann kann man ein Passwort für diese Komprimierung vereinbaren mit derjenigen und diejenige kann das entschlüsseln. Aber wenn Sie an eine Behörde schicken wollen, an ein Ministerium, an eine andere Firma oder sowas, dann können Sie nicht mit so einfachen Methoden arbeiten. Sie müssen alles richtig hier verschlüsseln, standardmäßig, wie es gehört im Internet, mit einem eigenen Passwort, der heißt Zertifikat. Und diese Leute bekommen diese Nachricht verschlüsselt und die können das ohne Problem auch öffnen und lesen. Und das ist genau hier unsere Videoanleitung eigentlich, dreht sich um das Thema Datensicherheit und Zertifikate. Jetzt schauen wir jetzt hier, was brauchen wir, damit wir mit anderen Personen sicher kommunizieren. Wir brauchen ein Stück Software, der heißt Zertifikat. Dieses Zertifikat kann man entweder gratis haben oder man kann aber auch kommerziell kaufen. Die Preise, die gehen auf bis 100, 150 Euro pro Jahr, pro Person, also pro Zertifikat. Jetzt schauen wir, wie dieses Szenario ausschaut. Also wir haben hier ein Zertifikat erstellt. Also ich will jetzt hier kommunizieren mit dieser Person, der Freund at mavit.com. Ich will mit ihm kommunizieren. Und ich habe selber jetzt hier gerade ein Zertifikat bekommen, gekauft oder gratis, ist egal. Ich kann zuerst an diese Person eine Nachricht schicken mit Signierung. Und diese Signierung, genau als ob diese Nachricht unterschrieben von mir ist. Und dieserjenige, wenn er diese Nachricht bekommt, dann kann er sicher sein, dass diese Nachricht stammt von mir. Aber diese Nachricht ist trotzdem ist nicht verschlüsselt, aber nur signiert. Was tut jetzt hier diese Person, Freund at mavit.com? Speichert mein Kontakt und meine Signatur hier bei sich unter seine Kontakte und er schickt mir auch eine signierte Nachricht. Dann hier muss ich dann seine Kontakte auch oder seinen Kontakt bei mir speichern und seine Signatur. Dann haben wir beide jetzt Informationen übereinander. Durch diese Signierung in beide Seiten hat jeder ein Stück von diesem Zertifikat bei sich. Jetzt, wenn beide diese Informationen haben, dann können die richtig verschlüsselt kommunizieren. Diese Verschlüsselung ist richtig, sauber und kein Mensch kann diese Daten normalerweise abhören. Also das ist eine sichere Verbindung. Wichtig bei dieser Art von Verbindungen, dass wenn Freund at mavit.com eine verschlüsselte Nachricht an ich at mavit.com, dann kann diese ich at mavit.com oder ich kann dann diese Nachricht lesen. Wenn ich diese Nachricht weiterleite an andere Adresse, dann kann ich nicht mehr lesen. Es geht nur von dem richtigen Konto. Nur diese adressierte Person kann diese Nachricht schicken. Weil sonst haben wir nichts davon, wenn jemand hier das Konto von ich@mavit.com manipuliert, dass er immer eine Kopie von dieser Nachricht bekommt. Also so kann diese Person damit nicht anfangen. Das heißt, was brauche ich jetzt hier, damit ich mit einer Person kommuniziere? Natürlich, ich gehe davon aus,
dass diese Person selber ein Zertifikat hat und installiert. Also hier muss ich mich nicht kümmern, wenn ich zu anderer Firma ein E-Mail verschlüsselt schicken will, dann muss ich mich nicht scheren, ob diejenige ein Zertifikat hat oder nicht. Das heißt, das ist die Aufgabe dort von dieser Person, dass er sich kümmert um sein Zertifikat. Und was er von einem E-Mail-System hat und Software, das interessiert mich überhaupt nicht. Wichtig, dass ich von ihm eine signierte Nachricht bekomme, damit ich seine Daten hier habe und da kann ich mit ihm gleich kommunizieren. Bei den zwei Konten, die ich hier erstellt habe, also diese Ich und Freund, haben wir bei dem Konto Freund schon ein Zertifikat. Diese Person hat ein Zertifikat und das kann ich sehen unter dem Menü, unter seinem Benutzermenü, unter Einstellungen. Wenn ich jetzt hier gehe unter Konten und dann sehe ich hier den Punkt Privatzertifikate, wenn ich darauf anklicke und dann sehe ich jetzt freund@mavit.com hat sehr wohl ein Zertifikat und dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2023. Und heute ist die 25.01.2022. Also dieses Zertifikat gilt genau ein Jahr, weil ich dieses Zertifikat für ein paar Minuten erstellt und installiert habe. Das heißt, um diese Freund@mavit.com brauchen wir uns nicht zu kümmern. Er hat ein Zertifikat und er hat es schon installiert. Wir müssen nur schauen, dass wir für uns ein Zertifikat erstellen und installieren, damit wir anfangen, mit dieser Person, mit Freund zu kommunizieren. So, also wo kann ich jetzt hier ein Zertifikat bekommen? Wie ich gesagt habe, es gibt Gratis-Zertifikate. Die sind normalerweise gelten für ein Jahr, die gelten nicht so lang. Und es gibt aber Zertifikate, die man kaufen kann und die gelten für 2 oder 3 Jahre und der Preis dann hier variieren von 10, 20 Euro pro Jahr bis 100 oder 150 Euro. Die Firmen, die sehr gut sind, die verlangen sehr viel Informationen von Ihnen, wenn Sie ein professionelles Zertifikat kaufen. Die verlangen eine Kopie von Ihrem Ausweis, zum Beispiel von Reisepass. Die verlangen, dass sie zu einem Notar gehen und dass sie bestätigen, dass sie diejenigen sind. Und sie verlangen mehrere Bestätigungen, damit sie sicher sein können, dass sie diejenigen sind, der dieses Zertifikat kaufen will. Das sind sehr sichere Zertifikate. Und normalerweise Großfirmen machen das, weil das macht das Vertrauen hier bei den Firmen auch ein bisschen höher. Ich habe jetzt hier für meine Videoanleitung eine Firma gerade ausgesucht, wo ich ein Gratis-Zertifikat bekommen kann. Also Gratis-Zertifikat bedeutet nicht, dass dieses Zertifikat unsicher ist. Das ist sehr wohl auch sicher wie die anderen. Die anderen sind ein bisschen sicherer und die gelten für 2 oder 3 Jahre. Hier kann ich nur für ein Jahr Zertifikat haben. Ich habe eine Firma gefunden in Italien und diese Firma heißt Actalis. Die Adresse schreibe ich unterhalb von meinem Video, damit Sie gleich eingeben und auf diese Zertifikate zugreifen können. Wenn ich die Adresse jetzt hier, die hier oben steht, eingebe, dann steht jetzt hier, geben Sie Ihr E-Mail ein. Also so viele Informationen brauchen die von mir nicht. Die brauchen keinen Ausweis von mir und die brauchen nicht ein Bankkonto und Notar und das brauchen sie gar nicht. Ich habe selber auf mein Firmenkonto ein Zertifikat gekauft für 2 Jahre und ich habe richtig genug Dokumente übersetzt auf Englisch, bis ich alles nach Amerika geschickt habe, bis ich ein Zertifikat erhalten habe. So, ich schaue jetzt hier auf dieser Webseite. Steht, geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Ich kann sagen, ich will jetzt hier für das Konto ich@mavit.com. Für dieses Konto hätte ich gern ein Zertifikat. Und ich bin kein Roboter. Steht hier Send Verification E-Mail. Also, die wollen ein E-Mail, um zu bestätigen, dass Sie den Inhaber hier von dem Konto sind. Ich sage jetzt hier, Send Verification E-Mail und es dauert ein bisschen, bis ich eine Nachricht bekomme.
Ich habe bei dem Kontofreund, habe ich glaube ich eine halbe Stunde gewartet. Also ich würde sagen jetzt hier, send Verification E-Mail und dann werde ich jetzt hier die Aufnahme unterbrechen, bis die Antwort kommt. Also hier, wenn ich drauf anklicke, steht, we send you an E-Mail, please check your bla bla bla. Also die haben mir eine Nachricht geschickt an ich@mavit.com und wenn ich die Nachricht erhalten habe, dann gibt es drinnen einen Code, Bestätigungscode. Dann muss ich hier eingeben und am Ende muss ich nur sagen, einverstanden, einverstanden und submit, also senden. Dann kriege ich dieses Zertifikat von denen. So, jetzt habe ich die Bestätigung bekommen und in dieser Bestätigung gibt es einen Code. Den muss ich jetzt kopieren und wieder hier einfügen. Dann muss man diese Optionskasten auswählen und Submit Request. Also Abfrage senden. Jetzt wird gesendet. So, jetzt die Daten wurden gesendet und ich kriege jetzt hier von dieser Firma ein Passwort. Und dieses Passwort brauche ich bei der Installation von dem Zertifikat. Deshalb eigentlich sollte man richtig hier diese Seite ausdrucken. Drücke jetzt hier auf Print. Da kann ich speichern als PDF. Dann bleibt hier eine Kopie davon. Und dann kann ich sagen, jetzt hier, das ist auf mein Testkonto, habe ich gespeichert. Und wenn ich jetzt hier dieses Zertifikat bekomme, dann brauche ich jetzt hier den Code. Dann werde ich gleich hier in der Zwischenablage speichern. So, jetzt habe ich dann die Nachricht mit meinem Zertifikat. Dieses Zertifikat jetzt kann ich gleich herunterladen. Dann kann ich jetzt in meinen Download-Ordner speichern. Und extrahieren. Da kann ich sagen, jetzt hier, das ist eine ZIP-Datei, muss ich zuerst entpacken. Und das ist genau hier, das ist, was ich brauche. Also das ist mein Zertifikat. Die andere Datei brauche ich nicht. So, ich gehe jetzt hier auf mein Webmail und dann auf mein Benutzermenü und auf Einstellungen. Dann kann ich unter Konten, Privatzertifikat, kann jetzt hier auf Durchsuchen, dieses Zertifikat durchsuchen und das Passwort eingeben. Somit ist das Zertifikat ich@mavit.com schon installiert und gilt für ein Jahr. Jetzt klicken wir auf OK und somit habe ich eigentlich mein Zertifikat schon installiert. Jetzt Schritt Nummer 2. Ich muss jetzt hier mit freund@mavit.com eine signierte Nachricht austauschen. Also ich schicke ihm meine Nachricht. Und er schickt mir seine Nachricht, damit wir verschlüsselt kommunizieren können. Gehe jetzt hier auf Verfassen. Dann kann ich sagen hier an freund@mavit.com muss ich eine Nachricht, egal was für eine Nachricht, wichtig, dass ich diese Nachricht signiert schicke. Und bei den Optionen hier kann ich sagen, diese Nachricht muss digital signiert werden und auf Senden. Jetzt habe ich eine Nachricht gesendet, die digital signiert ist an freund@mavit.at. Jetzt, dieser Freund hat meine Nachricht bekommen und das sieht man jetzt hier neben dem Betreff, da sieht man hier ein Symbol für die Signatur. Das heißt, das ist eine Nachricht, die signiert ist. Ich gehe jetzt hier auf die E-Mail-Adresse oder mein Freund geht jetzt hier, klickt hier und sagt zuerst Kontakt erstellen. Und dieser Kontakt steht drauf, die Person heißt ich. Das heißt, dieser Kontakt ist jetzt hier vorhanden.
Diejenige muss aber auch mein Zertifikat speichern in mein Kontakt. Dann kann man hier zu Kontakt hinzufügen. Er hat sowieso nur meinen Kontakt, sonst muss ich hier suchen. Und jetzt wurde jetzt hier dieses Zertifikat angehängt an meinen Kontakt. So, jetzt haben wir jetzt erstellt und wenn ich hier jetzt schaue, diejenige hat sein Zertifikat drinnen. So, das ist jetzt fertig. Was tut jetzt hier dieser Freund at mavit.at? Er muss mir aber auch ein digital signierte Nachricht, damit ich seinen Kontakt auch speichere und sein Zertifikat speichere bei mir. Das heißt, diejenige muss mir eine Nachricht schicken an ich@mavit.com und der Betreff ist auch wieder unwichtig und der Inhalt auch unwichtig. Wichtig, dass er signiert. Nachricht digital signieren und senden. Jetzt hat er seine Nachricht gesendet oder wird bald gesendet. Jetzt wurde gesendet. Ich gehe jetzt hier auf mein Konto und ich sehe jetzt hier diese digital signierte Nachricht von freund@mavit.com. Dann kann ich auch seinen Kontakt bei mir speichern, neuen Kontakt erstellen mit dem Namen Freund und das ist die E-Mail-Adresse. Und jetzt kann ich auch sein Zertifikat dazu speichern, zu Kontakt hinzufügen. Ich habe eher nur ein Konto nur. Dann kann ich dazu anhängen, öffnen. Somit, ich sehe jetzt hier, dieser Freund hat auch ein Zertifikat bei mir. So, ich kann sagen, okay. Somit haben wir jetzt hier beide die Kontakte gespeichert mit dem öffentlichen Schlüssel oder mit Zertifikat schon drinnen. Jetzt kann ich mit dieser Person, Freund, verschlüsselt kommunizieren. Ich gehe jetzt hier auf Verfassen, eine neue Nachricht und ich kann sagen jetzt hier an Freund, das ist schon drinnen, Testnachricht oder Test, liebe Grüße 2 und diese Nachricht muss nicht digital signiert werden, sondern verschlüsselt auch. Und ich kann sagen jetzt hier, jetzt senden. So, dieser Benutzer jetzt kriegt von mir eine Nachricht, die verschlüsselt ist. Ich gehe jetzt hier und schaue, dann kommt die Nachricht hier. Und das sieht man hier neben dem Betreff, steht hier ein Schloss, die geschlossen ist. Das heißt, diese Nachricht ist verschlüsselt. Wenn ich jetzt weiterleite irgendwo an andere Person, dann kann diese Person nicht öffnen, weil das ist nur für mich diese Nachricht und nur mit meinem Zertifikat verschlüsselt. Also das hilft überhaupt nicht, wenn jemand spioniert auf mein Konto. Kein Mensch kann damit anfangen, außer wenn man mein Passwort hat natürlich, dann kann er alles sehen, genau wie ich. Das heißt jetzt hier, die ganze Geschichte jetzt hier war so, dass wir beide Zertifikate haben. Ich habe diejenige ein digital signierte Nachricht geschickt, dann hat er meinen Kontakt erstellt und dann hat er dieses Zertifikat, die er von mir gekriegt, gespeichert drinnen. Dann hat er mir eine digital signierte Nachricht geschickt. Dann habe ich seinen Kontakt gespeichert und sein Zertifikat gespeichert drinnen. Jetzt, wenn wir beide die Zertifikate voneinander haben, dann können wir richtig verschlüsselt kommunizieren. Wie ich vorher erwähnt habe, dieses Zertifikat war gratis und gilt für ein Jahr. Es gibt keine Möglichkeit, dass man sagt, ich hätte gerne dieses Zertifikat für 2 oder 3 Jahre, weil dieses Zertifikat sowieso gratis ist. Bei den kommerziellen Zertifikaten kann man sagen, ich hätte gerne für 2 oder 3 Jahre und dann kann man immer, wenn ein Zertifikat abgelaufen ist, richtig aktualisieren, dass man wieder 2 oder 3 Jahre. Das ist ein bisschen bequemer, aber dann natürlich für Firmen mit 100, 200, 300 Mitarbeitern, da kostet eh ein paar tausend Euro im Jahr dann. Also wenn ich jetzt hier mit freund@mavit.com kommunizieren will, entweder
schicke die Nachricht ohne Sicherheitsmerkmale. Das heißt, wenn das eher Einladung auf ein Café oder sowas, dann kann ich so schicken. Ich kann aber auch die Nachricht immer signieren. Signieren bedeutet, die Nachricht ist nicht verschlüsselt, aber der Empfänger kann sicher sein, dass diese Nachricht nicht geändert wurde unterwegs und dass diese Nachricht sicherlich von mir abstammt. Das ist aber eigentlich eh eine wichtige Sache, damit ich weiß, diese Nachricht wurde nie unterwegs manipuliert, wurde nicht verändert und die stammt von ich@mavit.com. Die höchste Sicherheit ist die Verschlüsselung von den Nachrichten. Hier kann ich sichern, dass es von derjenigen ist und da kann ich sicher sein, dass es nur an mich adressiert wurde und ich kann auch diese Nachricht als unverschlüsselt, kann ich auch sagen, keiner kann diese Nachricht unterwegs sehen. Danke für das Zusehen.